Na, okay. Wunderbar. Wir nähern uns der schwebenden Treppe, der fliegenden Treppe, besser gesagt. Und jetzt mit Schmackes, mit Mut und komm! Und komm hoch! Oh, stein lieber. Halt dich fest! Halt dich fest, Selina! Komm, zieh dich hoch! Das schaffst du! Das schaffst du! Das schafft sie! Ich weiß es! Ich weiß es! Sie macht das! Komm, zieh dich hoch! Nicht aufgeben, nicht aufgeben. Bein hoch, hochklammern. Und sie muss es über, über das Bein, über das rechte Bein muss sie es schaffen und sie kriegt das hin. Super stark. Sie meistert die fliegende Treppe. Boah, atme durch. Nee, doch nicht durchatmen, dann direkt hoch geht auch. Ah, dann jetzt mal durchatmen. Hat jetzt sie die Kraft noch in den Armen, um sich auch am nächsten Hindernis da wieder hochzuziehen? Das hat eben mal richtig Körner gekostet. Sie! Eine unfassbare Kämpferin. Selina, wirklich. Guck dir das an. Ging eben schon 15 Sekunden an der Treppe und das ist natürlich jetzt die gleiche Belastung, die sie da hat. Okay, sie muss versuchen, einfach vielleicht ein bisschen mehr Höhe zu gewinnen, damit genau die Situation nicht zustande kommt. Also, mit Wumms hoch. Hat sie alles schon gezeigt. Drauf hat sie's. Und jetzt, komm. Jawohl. Und dann ist da nur noch der Propeller. Und dann ist sie am Buzzer. So, und das ist normalerweise nicht die große Schwierigkeit. Das Timing muss stimmen, das ist klar. 5,10 Meter steht sie jetzt hoch. Die Zielplattform ist ein 4,10 Meter. Hat das gemacht, hält sich fest. Und jetzt ab in Richtung Glück. Boah, Selina, ich feier dich. Hau auf den Buzzer! Selina Gossen mit 13 und sie streckt die Arme hoch. Mega! Glückwunsch. Boah, Wahnsinn! Super, Glückwunsch. Wie viel Kraft hat das gekostet? Alles, alle Kraft. 2,55, super Zeit. Boah, wir haben so mitgefiebert. Unser Publikum, glaube ich, auch. Selina. Glückwunsch! Dankeschön. Glückwunsch. Alles Gute. Danke dir. Richtig gut gemacht.